Hallo meine lieben Streuselschnecken, heute gibt es so etwas wie ein Haul, nur in anders, denn ich war auf dem Blogger-Event von Hanemühle, Schminke und Da Vinci. Das war am Wochenende in Berlin, das ist natürlich Heimspiel für mich und ich bin ganz spontan dahin gekommen, weil ich eigentlich schon abgesagt hatte. Aber die liebe Mädchenkunst, also Christine, hat mich spontan gefragt am Freitag, ob ich nicht am Samstag Zeit hätte und kommen mag. Und da ich Zeit hatte, bin ich gekommen. Und das war die beste Entscheidung des ganzen Jahres. Denn es gab ganz viel Loot oder Geschenke oder Haul oder wie auch immer man es nennt. Es gab ganz viel richtig tolle Sachen, die wir ausprobieren durften, die wir in Workshops kennengelernt haben. Ein Workshop davon war von Mädchenkunst, einer von Gries030. Vielleicht kennt ihr ihn, er macht ganz viele Urban Sketches und ich kenne ihn schon auf Instagram seit, keine Ahnung, bestimmt einem Jahr oder zwei. Ich finde seine Sachen total toll, weil sie so komplett anders sind als das, was ich mache oder die Leute in meinem näheren künstlerischen Umfeld. Und dann hatten wir noch einen tollen Workshop, in dem wir Kalligrafie gelernt haben. Und das ist natürlich auch ein Heimspiel für mich. Und das war echt toll, weil wir haben es mit Gouache gemacht. Und ansonsten mache ich ja Kalligrafie immer mit Aquarell oder Gedankenaussetzer mit Tinte, wie es sich eben gehört. Aber jetzt möchte ich euch gar nicht länger mit dem Gelaber langweilen, sondern es geht gleich los und ich zeige euch alles, was es Neues gibt und worüber ich bald ganz viele Testberichte schreiben und Video drehen werde. Also, auf geht's! Was gab's alles? Fangen wir mal an mit den Pinseln. Wir haben bekommen für unsere Workshops, und wir durften es dann halt mitnehmen, das ist das Tolle, viele Pinsel von Da Vinci. Ein paar kannte ich auch schon, also habe ich selbst. Hier zum Beispiel die Da Vinci Nova Synthetics-Reihe. Die benutze ich auch sehr, sehr gerne. Deswegen fand ich es natürlich sehr passend und sehr schön, dass ich ein paar neue Pinsel bekommen habe, denn sie halten zwar echt lange, aber irgendwann braucht man ja immer mal neue. Ich meine, ist ja nicht so, als hätte man jemals genug Pinsel. Das ist eigentlich genau das gleiche wie mit Farben, ne? Also man hat da echt nie genug. Hier war keine Kappe dran, warum auch immer. Aber hier halt diese ganzen schönen Pinsel. Ja, die neue Pinsel. Das ist dein Genuss. Ich lieb's. Ja. Ich versuche mal wieder die Kappe da dran zu machen. Eieieiei. Ich lasse es lieber. Ich lasse es mit der Kappe. Was es noch gab, war ein cooler Reisepinsel, was mich total freut, weil ich war schon auf der Suche nach einem Reisepinsel und konnte mich immer nicht entscheiden. Die sind ja auch nicht so günstig und ich habe mich halt echt wie ein kleines Kind Ich habe mich gefreut, jetzt einen Reisepinsel zu haben und nicht irgendeine No-Name-Marke, sondern halt einen von Da Vinci, weil ich ja da schon eh gute Erfahrungen mit der Marke habe und ja. Da Vinci, ein Reisepinsel zum Zuschrauben, Aufschrauben, ist quasi, ja, er ist dann auch so geschützt, wenn man ihn vielleicht für zu Hause benutzen möchte oder halt in die Handtasche schmeißen oder in den Aquarellkasten schmeißen. Ich meine, ich schmeiße diese Pinsel hier auch immer in meinen Aquarellkasten rein, aber wenn man den nochmal zuschrauben kann, ist das halt noch ein bisschen besser für den Pinsel. Und das ist eine, also mit Nummer 6 ist es eine sehr gute Zwischenstufe, wo man eigentlich fast alles mitmachen kann. Und wenn ich mich dran halten kann, dann werde ich versuchen, damit in meinen Aquarell-Skizzenbüchern zu arbeiten. Weil die sind ja eigentlich auch für unterwegs und ich arbeite zwar selten unterwegs oder zeichne selten unterwegs, aber vielleicht ändere ich das ja irgendwann mal, vielleicht eventuell. Ja, vorgenommen habe ich mir das, glaube ich, schon 100 Jahre, vor allem im Studium, als ich Architektur studiert habe, dachte ich immer so, ja, du müsstest doch mal das, was du da alles fotografierst, einfach mal zeichnen, aber habe ich bisher noch nicht gemacht. Naja, Schande über mein Haupt, ne? So ist das mit den faulen Architekturstudenten. Neben den ganzen geilen Pinseln gab es auch neue Stifte. Und zwar Stifte, die deckend sind und mit Acryl gefüllt sind und von Schminke.
Ich kenne solche Stifte schon von anderen Marken, aber ich hatte bisher noch kein deckendes Weiß. Hier haben wir jetzt ein Schwarz und ein Weiß bekommen und natürlich fahren wir alle auf Weiß total ab. Das sind die Aerocolor Professional Liner, perfekt für Konturen. 1 mm Spitze. Es sind Pumpstifte, das heißt, um die zu aktivieren, pumpt man. Und weil es halt Acrylfarben sind, kann man auch ordentlich schütteln. Ansonsten wird die Farbe nämlich dünn. Und da habe ich nicht genug geschüttelt. Schande über mich. So. Farbe. Weiß. Weiße Farbe. Auf Blau. Auf blauem Baustellenlogo. Und Schwarz natürlich in Schwarz. Funktioniert genauso auch zum so Pumpen, zum Aktivieren. Schütteln. Schütteln, wenn der Deckel zu ist und spritzt es. Und damit kann man dann malen. So, und das Logo hier habt ihr nicht gesehen, das habe ich nur genommen, weil da was Blaues drauf ist auf dem Papier. Was ich mir eh kaufen wollte, was es halt umso toller für mich macht, sind Gouache-Farben. Denn ich habe ja jetzt neulich angefangen mit Gouache zu malen, aber ich hatte keine eigenen Farben. Also die waren immer alle nur ausgeliehen, vor 3-4 Monaten. Habe euch natürlich noch nichts davon gezeigt, weil ich da immer so denke, so, das ist nicht das, was ich will, das ist nicht, sieht nicht so aus, wie ich es gern hätte und oh, das kann ich niemandem zeigen. Vielleicht tue ich es doch irgendwann mal, aber ich wollte mir Gouache-Farben kaufen, um es halt zu Hause auszuprobieren und es hat sich jetzt erledigt, denn ich habe Gouache-Farben bekommen. In Weiß, in Gelb, Magenta, Cyan und Tiefschwarz. Also die Grundfarben, mit denen man halt alles mischen kann und die Farben sind auch sehr schön. Wir haben sie auch ausprobiert und ich zeige das gleich auch nochmal. Irgendwie habe ich es geschafft, dass ich gleich am Anfang die Schachtel zerdellert habe und ich kann sowas halt eigentlich überhaupt nicht leiden, wenn ich Verpackungen zerdeller, aber da ist eine Delle und da ist eine fette Delle drin, aber egal. Es geht ja um die Stifte, die leben noch. Ein kleines süßes Set von ich glaube H bis 8b oder so, genau, zum Zeichnen gut geeignet. Ich habe schon ein bisschen damit skizziert, noch nicht viel. Die Stifte sind halt noch quasi niegelnagelneu, aber die gab es halt zum Workshop auch dazu und man kann ja nie genug Bleistifte haben, nicht? Das ist Cappuccino Book und ja, es ist jetzt in Folie eingewickelt. Ich packe es gleich mal aus, dann gibt es noch mal in offen zu sehen. Hier das Cappuccino Book in offen und ich habe mir gedacht, ich wickel das nicht einfach aus, sondern zeige euch das, was ich schon hatte, wo ich schon reingezeichnet habe, denn die leeren Seiten euch zu zeigen, macht ja jetzt nicht so viel Sinn. Im Cappuccino Book sind die Farben bräunlich, Sepiafarben. Das heißt, man kann sehr schön mit Schwarz und anderen Farben und mit Weiß drauf arbeiten. Und ich glaube, das ist so der geheime Grund, warum wir diesen Stift hier auch bekommen haben. Denn mit dem kann man ja auch weiß zeichnen. Und ich muss sagen, ich habe mich hier echt ziemlich abgekämpft mit meinen bisher vorhandenen weißen Stiften. Zugegeben, die sind halt auch schon ein bisschen älter und ein bisschen eingetrocknet gewesen. Und die Spitzen waren nicht mehr so ganz frisch und. Aber ich freue mich natürlich, dass ich neue Stifte bekommen habe, die jetzt hoffentlich auch erstmal wieder eine ganze Weile lang funktionieren. So. Ja, das hier habe ich für die Inktober Challenge gemacht. Das erste war ja Poisonous, also habe ich einen Skorpion gemalt. Dann habe ich keine Ahnung. Dann gab es Roasted, also habe ich einen Kaffee gemalt. Danach gab es, glaube ich, den Spell, da habe ich dann eine kleine Hexe gemalt. In Anlehnung an Overwatch, falls sich jemand damit ein bisschen auskennt und ein bisschen zockt ab und zu. Der weiß dann auch, warum ich die ganze Zeit von Loot rede. Dann ein Chicken. Aus dem Chicken habe ich einen Hahn gemacht. Sieht man das? Ja, man sieht's. Da habe ich gar nicht mit Weiß gearbeitet. Hier habe ich mit Schwarz und Farbe gearbeitet. Und hier nur mit Schwarz. Dann hier Exhausted und Star. Als Star habe ich eine winzig kleine süße Marilyn Monroe gemalt. Und hier bei Cosplay Precious habe ich probiert, mit Aquarell in dem Buch zu malen, weil ich habe gesehen, dass Derek Ries
das in seinem Instagram-Kanal schon mal gemacht hat und wollte ich das ich kann nicht mehr reden. Und da wollte ich das auch mal ausprobieren. Und deswegen habe ich das gemacht. Ja, jetzt kann man sagen, das Papier ist nicht dafür geeignet oder auch schon. Ich weiß nicht, ich habe mit sehr wenig Wasser gearbeitet und trotzdem wälzt sich das Papier ein bisschen. Aber Gries hat halt so schön gemeint, Skizzenbücher sind dafür da, dass man übt und die sind dafür da, dass sie dreckig werden und sie sind keine Kunstwerke und, also das sage ich jetzt, sie sind halt keine Kunstwerke, irgendwie halt schon, aber sie kommen halt nicht in die Louvre. Das heißt, man kann da drin auch rumkleckern und halt auch mal gewellte Papiere haben. Man muss sich halt mal dran gewöhnen, man muss sich dann überwunden haben, das auch mal zu machen. Ich meine, ich arbeite relativ sauber, finde ich, in meinem Skizzenbuch bisher. Aber jetzt bin ich ja durch Gries inspiriert. Ich verlinke ihn mal irgendwo unten wahrscheinlich, unter dem Video. Und dann könnt ihr mal sehen, wie so ein Skizzenbuch ganz anders aussehen kann. Und das hat schon auch Charme, muss ich sagen. Also es ist was ganz anderes. Aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Es glänzt so doof. Wir haben bekommen ein Aquarellbuch von Hahnemühle und das habe ich mir schon so lange gewünscht und ich wollte es unbedingt haben. Und das wollte ich halt haben, um mal ein ganzes Buch, also erstens um das von Hahnemühle zu haben, weil ich habe ja bisher nur Moleskine und No-Name-Marken gehabt. Und weil ich halt ganz viel von Hahnemühle schon benutze, schon seit Jahren, eigentlich fast ausschließlich, zu 80% benutze ich Hahnemühle-Papier. Deswegen wollte ich halt dieses Aquarellbuch unbedingt haben, denn ich wollte auch üben, Gesichter oder Menschen generell mehr zu malen. Ich wollte es gerne in einem Aquarellbuch gebündelt haben. Deswegen wollte ich das unbedingt haben und deswegen freue ich mich so wahnsinnig, dass ich es bekommen habe. So sieht es ausgepackt aus, ohne Glanz. Nee, ich liebe das aber nicht. Das passt gar nicht richtig aufs Bild. ja, es hat ein schönes Bändchen, hat eine strukturierte Oberfläche und schöne dicke Blätter. Die sind, ich glaube, lass mich lügen, 300 Gramm pro Quadratmeter und es sind 30 Blatt, also 60 kleine Menschen kann ich da reinmalen. Etwas, wo es garantiert einen neuen Testbericht geben wird. Das Harmony Nummer 2 für mich, denn ich hatte ja schon das Harmony Hot Pressed in satiniert, also das mit dem grünen Blatt hier. Und jetzt haben wir das nochmal in Cold Pressed und matt bekommen und wir haben schon drauf gemalt. Wir hatten ja den kleinen Workshop bei Gries, wo er uns so ein paar grundlegende Sachen gezeigt hat und auch wie er Himmel rotzt, mehr oder weniger. Ja, wie er so zeichnet, so ganz grob und überhaupt nicht so, wie wir das machen. Und ich fand es einfach richtig schön, mal was anderes zu lernen und einfach auch mal vorgemacht zu bekommen, weil ich denke mir immer, dass das eigentlich doch bestimmt vor lange gedauert hätte, jetzt bei ihm, aber er hat es wirklich in ein paar Sekunden hingemalt. Und hier haben wir noch was ganz Lustiges gemacht. Wir haben ein Gemeinschaftsprojekt gemacht, also wir saßen in Vierertischen, haben dann angefangen, erstmal diese Kontur zu malen. Dann vier Kästchen rein, dann sollten wir das Blatt aus dem Block rausnehmen und jeder hat in irgendein Kästchen einen farbigen Klecks gemacht, ohne darauf zu achten, was es ist oder so, sondern wirklich nur ein Klecks. Und dann ging es wieder herum und jeder hat diesen Klecks irgendwie ergänzt und dann haben wir als Erinnerung noch unsere Namen und unsere Accounts dran geschrieben. Ja, ich freue mich, dass ich die Leute alle kennenlernen durfte, denn es war einfach klasse und manche kannte ich halt schon, also viele kannte ich schon von Instagram oder YouTube von früher, keine Ahnung, die sind halt in meinem Feed, wie beschreibe ich das jetzt? Also quasi ich fangirle die Leute und jetzt habe ich sie kennengelernt und es war halt echt schön. Leider war nicht genug Zeit, um mit jedem ausreichend viel zu reden, aber ich hoffe ja, dass man sich auf Events eventuell nochmal wieder sieht. Und hier ist noch was, das hat mich inspiriert, auch einen Aquarellkasten zu malen. Das Bild haben wir auch bei Gries gemalt im Kurs. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie ich meine Farbkarten darstellen könnte und so sieht dann ein Aquarellkasten aus, wenn ich den male und so sieht er aus, wenn Gries den malt oder anleitet, ihn zu malen. Und ich finde, der Unterschied ist schon ganz lustig. Ja, das ist so, wenn mir jemand sagt, mal einen Aquarellkasten, dann würde er so aussehen. Und jetzt habe ich gelernt, dass man das auch so machen kann. Und dann haben wir noch was Riesiges bekommen, was hier gar nicht reinpasst. Und ich habe es direkt dreckig gemacht, ne? Also ist kein Problem, das kriege ich hin. Ich kriege alles dreckig. Wir haben das Graybook bekommen
und haben dann mit Gouache drin gemalt. Und ja, das war unser kleiner Kalligrafiekurs, quasi mein Heimspiel. Es war sehr schön, das mal mit Gouache zu probieren und dann halt mal, Entschuldigung, ich habe Schluck auf, und dann mal mit dem weißen Stift reinzumalen. Hier habe ich natürlich direkt wieder verwischt. Dann haben wir Schmetterlinge gemalt, dann mit Gouache lasiert und Farbverläufe erstellt. Mal sehen, was ich weiter in diesem Buch machen werde. Das ist einfach was ganz anderes, als ich bisher gemacht habe. Und dann gab es noch Postkarten, Aquarellpostkarten von Hahnemühle. Und ich mache ganz viel Lärm. Schmeiß! Tada! Ich liebe das Postkartenformat. Ich liebe Postkarten generell und ich finde auch die Schachtel so richtig hübsch und ich werde demnächst Postkarten malen, nehme ich an. Ganz viele. Vielleicht male ich ja sogar den ein oder anderen Menschen drauf. Oder ich traue mich nicht und male einfach weiter Blumen und Lettering. Falls ihr eine Idee habt, was ich da vielleicht für ein Social Media Event draus machen könnte, also jetzt zum Beispiel verlosen oder so, oder wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich damit machen soll, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Also entweder bei YouTube oder auf dem Blog oder vielleicht auch auf Instagram. Ja, genau, schreibt es mal rein. Ja, vielleicht fällt uns ja gemeinsam was ein, was wir für eine coole Aktion mit diesen Karten machen können. Vielleicht auch einfach random verschicken an Kunden von mir oder so. Weiß nicht, vielleicht doch. Oder an meine Patronettis. Ja, das wär's. Vielleicht schicke ich die an meine Patronettis. Das klingt nach einer Idee. Und ein Nostalgie-Skizzenbuch mit 80 Seiten. Ich hoffe, ich mache mir jetzt nicht den Nagellack kaputt. Frauenprobleme, ne? Ich will da ran. Tolle Oberfläche. Das ist das Leine? Ich weiß es nicht. Boah, das Papier ist echt stark. Das ist hart. Festes Papier. Cool. Und ein Lesebändchen. Also ein Lesezeichen. Na, ihr wisst schon. Ich kann gerade nicht so gut Deutsch. So, noch ein bisschen Kleingeplänkel, bevor gleich das Allergrößte kommt. Also wenn ich jetzt nicht gerade ein Video drehen würde, würde ich glatt aufessen, weil ich habe Schweinehunger. Aber ich glaube, mit einer Brausetablette im Mund lässt es sich nicht so gut reden. Ich liebe diese Klammern. Ich habe schon ein paar verschiedene. Vor allem halt meine ganzen kleinen silbernen, die ihr vielleicht schon noch kennt. Weil in groß und vor allem in rot ist es schon ziemlich cool. Und sind aus Metall, ne? Meine, also ein paar, die ich habe, die sind halt aus Plastik. Größte Überraschung überhaupt. Wahnsinn. Wir haben echt einen Kasten mit 12 Näpfchen bekommen. So, das sind, also das ist mein allererster Horadam-Kasten. Ich hatte bisher nur einzelne Farben gekauft, in einen anderen Kasten einsortiert. Aber jetzt habe ich meinen ersten so richtig kompletten Kasten. Geh da raus. Ich bin ein kleiner Saufink, aber genau, so sieht ein Aquarellkasten aus, wenn ich ihn 6 Stunden lang benutzt habe. Ja, also schon ziemlich eingesaut, finde ich, für meine Verhältnisse. Jetzt habe ich echt eine ganze Farbpalette von Horadam-Farben. Und ich glaube, ich werde das nutzen, um einen ausführlichen Testbericht zu machen zu den normalen Farben. Was heißt normal? Also zu den Akademiefarben, denn es sind ja die gleichen Farbtöne. Und das hier ist Schminke Akademie, den habe ich im Studium gekauft. Und das ist jetzt Horadam. Und da viele sich ja fragen oder auch mich fragen, wo denn der Unterschied ist und ob es sich lohnt, oder ob man denn auch Schminke Akademie kaufen kann, ob man denn jetzt Horadam braucht oder nicht, werde ich mich damit mal auseinandersetzen. Ich meine, ich benutze Aquarell ja jetzt ziemlich häufig, deswegen freue ich mich total über die Horadam-Farben, denn ich kenne die Unterschiede und weiß, dass ich halt mit dem einen oder anderen besser und schlechter arbeiten kann. Aber ja, für euch werde ich daraus nochmal einen kleinen Testbericht machen. Und wenn ich damit fertig bin, dann werde ich wahrscheinlich diese wunderschönen Farben in meinen anderen Kasten einsortieren.
Den kennt ihr ja vielleicht schon noch. Den habe ich ja hier mal einsortiert. Das sind quasi meine guten Farben. Horadam-Farben drin und meine Migello-Farben und meine Sennelier-Farben, also die ganze Künstlerqualitätspalette. Und ich denke mal, dass ich den hier dann hier so mit einsortieren werde. Wir haben einen Hahnemühle Selection Block bekommen. Und das Tolle daran ist, dass da alle Aquarellfarben, Papiere von Hahnemühle drin sind. Man kann dann diese Blöcke gut benutzen, wenn man sein perfektes Papier sucht. Deswegen freue ich mich so total darüber. Hahnemühle Burgund, Cold Pressed Matt, Aquarellpapier natürlich, mit 20 Blatt. Und da haben wir mit der lieben Mädchenkunst Aquarell Lettering gemacht, also Brush Lettering, Lettering. Und ein kleines Aquarell nach Mädchenkunstart. Und ich finde es richtig süß. Und also die Christine macht das ja immer in sehr groß, ich mache das mal in sehr klein. So, und jetzt bin ich fertig, glaube ich. Jetzt habe ich alles gezeigt. Der Horadam-Kasten, der halt mich echt total glücklich macht. Gouache-Farben, weil die wollte ich mir ja eh besorgen. Huch, da fällt mir alles aus der Hand. Genug geschwärmt. Das war's. Tschö. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben oder du kannst meinen Kanal abonnieren. Du findest mich auch in unterschiedlichen Shops, zum Beispiel auf meinem eigenen Shop, bei Etsy oder bei Amazon. Außerdem kannst du mich bei meinen Kursen besuchen. Dort findest du online alles, was du wissen musst und kannst ganz bequem von zu Hause aus lernen. Du kannst mich natürlich auch auf Facebook, Instagram oder Twitter besuchen und auch abonnieren. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und wenn du möchtest, kannst du mich auf Patreon unterstützen. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Ciao!